Leute, ich versuche mich hier ranzuschleichen in Tubablubas Schloss, damit wir in seinen Gemächern können und herausfinden können, was ihn besiegen kann. So, schnell in den Wachen vorbeigekommen mit Lady Boo. Und bitte jetzt, danke. Der Schlüssel wird hier reingesetzt. Und wir erreichen den rechten Flügel. Wir waren die ganze Zeit mit dem linken Flügel, jetzt sind wir hier rechte Seite. Mit weiteren Gegnern, denen ich erstmal aus dem Weg gehe. Denn jetzt gerade habe ich euch nicht nötig. Ah, verdammt, aber er hat mich auch nicht nötig. Ah, Mist, nicht geblockt. Schade. Guckt euch die an. 4 Stück auf einmal. Also das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Was mache ich dagegen? Erdbeben. Den Powerblock brauche ich gar nicht mehr, weil ich habe ja Erdbeben als Orden. Der viel mehr bringt. Nein, okay, es bringt eigentlich genau das Gleiche. Ach stimmt, wir haben jetzt Spuk erlernt, da wir sie in der letzten Folge noch geupgradet haben auf Superrang. Und mit ihr kann ich das machen, dass die alle fliehen. Will ich das machen? Ehrlich gesagt will ich ein bisschen farmen. Von daher nein. Wir klatschen in eine rein. Yeah! Bam, 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 bam. 5 Schaden diesmal. Ich hatte 6, schade. Aber trotzdem, 5 ist trotzdem sehr, sehr gut. Ah, Mist. Das Timing. Oh, die machen aber auch trotzdem so viel Schaden, ne? Ich muss danach trotzdem nochmal rausrennen, um mich zu heilen, glaube ich. Obwohl, ich habe noch ein paar Heil-Items. Muss also nicht unbedingt sein. So, nochmal Erdbeben rein donnern. So, nicht nur ist der vordere down, sondern der andere vordere auch. Bam. Noch mal extra Schaden, warum nicht? Können wir machen. So, jetzt blocken, jetzt schon blocken. Nein, das war nicht geblockt. Oh Mann. Ey, ich bin fast tot, ne? Das läuft gar nicht gut hier. Na gut, was soll's. Bam. Die beiden haben wir zumindest down, aber ich glaube, ich renne wirklich nochmal kurz zurück und weiche dem dann einfach aus, falls er hier nochmal spawnen sollte. Ich habe viel zu viel Schaden genommen und der Heilblock ist wirklich in der Nähe. Aber hey, die 12 Experience Points, die nehme ich mit. Oh, wir werden trotzdem geheilt. Na, reicht mir aber nicht. Ey, ich hätte schwören können, hier war irgendwo ein Heilblock. Aber ich bin jetzt zu lange rumgerannt. Egal. Wisst ihr, wir haben ja genug Items. Achso, wie kann man hier nicht auswählen? Das ist nur zum Anschauen. Hier. Wir haben einen Superpilz, der 10 KP wiederherstellt, zusammen mit einem Apfel. Die werde ich jetzt beide verspeisen. Ich weiß lustig, wie ich das Anfang des Spiels wirklich kaum mit Items durchgegangen bin und jetzt. Jetzt verwende ich sie am laufenden Band. Gut, das zeigt aber auch, dass ich vielleicht das nächste Mal KP aufleveln sollte. Obwohl ich das ewig lang nicht mehr gemacht habe. Vielleicht sollte ich das mal wieder tun. Oh, 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 oh. Bin ich da? Bin ich da? Oh, oh, er hat mich gesehen. Er hat mich auch gesehen. Niemand sieht mich. Niemand sieht die. Mario Phantom. Nein. Haha. Was willst du jetzt, ha? Huh? Okay. Große Brücke nach drüben. Da sind wir, glaube ich, oben in der Mitte, oder? Ungefähr. Oh Gott, noch einer von denen hat mich gesehen. Aber es sind nur Maschinen. Es sind dumme Maschinen, die nichts checken. Ich glaube, hier kann man runterfallen, oder? Oh. 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 Das auf Zeit? What? Und man findet sogar KP? Jetzt war ich noch schlechter. Ich verliere einfach nur KP hier. Boah, das ist ja... Ich kann es versuchen. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Einmal versuche ich es noch. Nein, ich bin gesprungen. Verdammt. Mache ich denn was falsch? Kann ich da irgendwie schneller hin? Ich save state hier mal und probiere das mal ein bisschen aus. Okay, ich bin jetzt mehrmals nah rangekommen, aber ich lasse es. Vielleicht braucht man dafür noch irgendwie einen Begleiter, der schnell rennen kann. Ich habe keine Ahnung, aber das ist mir jetzt gerade einfach zu schwierig. Ich weiß nicht, ob man in so einem Ort wieder später zurück kann. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ja. Und hey,
Ich glaube, hier müssen wir runterfallen. Aber bevor ich das mache, gucke ich erstmal, was wir hier drinnen haben. Bonk. Hallo? Nichts? Okay, vielleicht auch nichts. Aber hier kann man doch bestimmt runter, oder? Oh, jetzt finde ich nämlich einen Schlüssel. Vielleicht ist er auch in der Kiste, ich weiß es nicht. Sag mir sich, ich muss wirklich an die Kiste ran. Ich komme da nicht runter. Ach, an der Seite. Oh, ich bin dumm. Hier. Hui. Yeah, einer der Sternsplitter zumindest mal erreicht. Na gut, jetzt bin ich ja wieder unten, ne? Aber hier unten habe ich, glaube ich, auch schon alles gesammelt. Ich glaube wirklich, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist jetzt wirklich, wirklich noch die Kiste. Aber ich kann mich ja auch nicht unsichtbar machen. Das funktioniert ja nicht. Die Stacheln kommen ja trotzdem. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht getestet. Sollte ich es mal testen? Sollte ich. Na gut, dann teste ich es mal. Solange ich hier durchkomme, natürlich. So, perfekt. Okay, die Dinger runter. Ich verstecke mich. Das geht? Hä, das macht doch absolut gar keinen Sinn. Ich werde doch trotzdem von den Stacheln aufgespießt. Ach, keine Ahnung. Ich bin Papier, was auch immer. Schlossschlüssel! Ja, war klar. Sollen wir trotzdem nicht aufgespießt werden? Und los. Gut, das schaffen wir, das schaffen wir. Okay, warum auch immer das die Lösung war. Zumindest bin ich selber drauf gekommen. Und das ist alles, was zählt, ne? Was noch zählt, ist, den Typen loszuwerden. Hier! Habe ich mich gut angeschlichen, oder? Hehe. Schön viel Damage machen auf allen. Bam! Okay. Oder wir erschrecken sie alle, dass sie abhauen. Das können wir auch machen. Komm! Ich hab so schnell gemacht, wie es geht. Aber es hat gereicht. Jumpscare! Jetzt müssen wir nicht kämpfen, Kackeldog. Ey, wirst du sogar besiegt dadurch? Wow, okay, dann lohnt sich das vielleicht doch mit den 3 BP, wenn die dadurch besiegt werden. Aber man kriegt halt keine XP. Naja. Vielleicht auch nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, aber es sah trotzdem cool aus. So, ich glaube, wir sind dann langsam da. Dort oben sollte dann Tubabluba auf uns warten. Und hoffentlich auch seine Gemächer. Wir wollen ja mit seinem Bedroom nachschauen. Ob wir da Hinweise finden auf seine Schwachpunkte. Oder vielleicht auch nur den Schwachpunkt. Weiß ich nicht. Oh, da ist er! Was ist das? Irgendetwas ist hier faul. Irgendwas ist schon sehr alt hier. Schmeckt bestimmt auch gar nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, was für ein vergammeltes Sandwich er am Riechen ist, aber wir müssen an ihm vorbei. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er hier? Wo hab ich gesehen? Ich komme an ihm vorbei. Ja? 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 Weg! 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 Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Ist nicht dein Ernst, oder? Dieses Piranha-Pflanzenlied. Und wir holen uns ganz langsam und leise den Schlüssel in sein Zimmer. Ohne dass uns einer von denen aufwacht. Und uns hinterherjagt. Okay, ciao! Alle werden wach. Okay. Schüsse, schnell rein. Der ist nämlich da. Hallo, hallo. Gott, Mario, schick Schlüssel schneller rein. Ah, zum Glück. Punkt zum Heilen. Habe ich die Items verschwendet. Yippie. Aber kann ja nie sicher sein, ne? Vor allem, wenn man es blind spielt. Okay, wenn hier schon Speicherblock ist und zum Healen, sind wir wahrscheinlich schon fast am Ende. Wir müssen nur noch schnell herausfinden, was seine Schwachstelle ist. Und dann kämpfen wir gegen ihn. Holen uns den Stern. Oh, also, ja, den Stern von ihr, sie hat den, ja. Sie zwingt das jetzt zu machen. Schon fast wieder vergessen. Ich da hoch? Will mir nicht. Wer sitzt denn hier mit ihm? Wer ist denn genauso groß? Oh, schönes Bett, da schläfst du. Hau was mal kaputt. Haha, schlechte Träume. Oh, oh nein. Leute, die Kiste. Da fehlt ein Pixel an der rechten Seite. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort.
Und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern. Er ist unheimlich. Zwar hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Hat er so eine Operation? Schaut mal an seinem Körper vorne. Das ist so alles zusammengenäht. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Wunderschön. Okay. Kann jetzt schnell stoppen. Oh. Hä? Hallöchen, ich bin Igitty. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Tubablubber. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Wertsachen zu bewachen. Aber, hä? Du siehst ja gar nicht wie Meister Tubablubber aus. Das bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen. Mich, den magischen Schlüssel, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften. Nein. Du bist ein schrecklicher Lügner. Oh. Hm. Hilfe, Meister Tubablubber, ein Dieb! Was soll der Koch? Nur 5 Minuten, Mami. Ah nein, er ist wach. Wir müssen rennen. Wirklich? Wir haben eine Schüssel. Ey, immerhin haben wir ihn. Zur windigen Windmühle. Hey. Hey. Willst du uns nicht verfolgen? Hi. Okay, dann halt nicht. Wo ist denn die? Und da ist das Geheimnis. Ja, wir hätten es hier schon. Nee. Verfolgungsjagd geht wohl weiter. Er ist doch schneller als erwartet. Hey, du Dieb, halt! Was zum... Nein, nein! Oh, Hilfe! Bricht alles zusammen. Also richtig unlogisch. Yeah! Tja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Weiter geht's. Ist der schon hier? Bis zum... Oh, ich höre ihn! Wenn er direkt bei uns ist, müssen wir uns sofort unsichtbar machen. Ganz wichtig. Verdammt! Ah, ich hänge fest! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay. Sind seine Wachen hier? Nee, die sind auch alle abgehauen. Als sie den Lärm gehört haben. Vermutlich. Okay, wo ist er? Wo ist er? Doch, habe ich nicht gesehen. Seine Wachen sind auch alle weg. Also seine Roboterwachen, die hängen da alle fest. Verdammt! Nein! Nein! Endlich haben wir Tubablubbers Schloss erreicht. Seid alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Tubablubber. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück! Was ist das für ein Geräusch? Tubablubber ist hinter der... Und er ist auf der anderen Seite des Tores. Was? Du sagst, dass du vielleicht Tubablubbers Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich! Die Windmühle am Fuße des Hügels! Mhm. Du musst dich beeilen! Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle! Wir werden versuchen, Tubablubber hier festzuhalten! Das ist zu gefährlich! Er ist verrückt! Er wird jeden einzelnen von euch fressen! Und wie er das tun wird. Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir so rein können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft, lauft uns alle wohl. Blickt nicht zurück. Ich will aber nicht. Ah, bitte tu's. Oh, lass uns gehen, Mario. Wir gehen so wegen Mühle. Bist du sicher? Oh. Ich rieche leckere Geister. Öffnet das Tor. Oh nein. Na gut, wenn ihr meint, dass wir das tun sollen, dann hauen wir schnell ab. Wo geht's denn lang? Ich lecke so Geister. Achso, wir sollen ja nach links abhauen. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Oh Mann. Hallo. Reicht doch jetzt. Fuckt uns jetzt immer noch? Und wo geht's lang zur windigen Mühle? Ich hab absolut keine Ahnung. Aber vermutlich müssen wir hier lang. Schnell, ganz schnell. Lass uns nichts von Gegnern
aufhalten. Verdammt. Na gut. Wenn's sein muss, dann besiege ich euch alle. Mitten auf dem Weg, obwohl wir gerade abhauen müssen. Sammeln wir doch ein bisschen Erfahrungspunkt. Das kann man ja immer machen, ne? So. Bam, 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 bam. Sehr schön. Ja, mittlerweile mag ich Lady Boo sogar noch mehr als Cooper. Von den Attacken her. Ich weiß auch nicht. Obwohl Cooper eigentlich besser hier wäre für die Situation. Ich weiß auch nicht. Ist euch egal, wie ich angreife, oder? Bist du alle down? Toll. Ganz toll habe ich das gemacht, ey. Ganz, ganz toll. Und der Bildschirm geht schwarz. Sorry dafür. Was macht denn jetzt? Ach, die laden sich ja auf. Oh Gott, nein. Ich habe das vollkommen vergessen, dass sie das machen können. Aber warte mal, sind nicht alle auf 1, 2 Leben? Ja, perfekt. Einfach kurz Erdbeben einsetzen. Komm, Mario. Du musst treffen. Yes. So, die 6 Sternpunkte nehme ich mit. Und wir hauen schon ab. Ich bin auch noch mit. Wer ist weg? Das ist bestimmt so uns her. Da war bestimmt gleich das Tor auf. Hey, Kollegen! Die wilde Mühle? Folgt einfach dem Verlauf der Schlucht. Du kannst an ihr vorbei, bevor du Buhus Villa erreichst. Okay. Buhu? Wuhu? Was? Tobaloba kommt? Ja, passt auf. Ach, hier war der Heal-Block. Hab ich doch an irgendwas erinnert. Wie? Ein paar Buhs wollten dir helfen? Wo sind sie geblieben? Helft mal den Buhus, ne? Helft den mal. Du auch, ne? Was? Was? Tobaloba ist hinter dir her? Na, ich will nicht gefressen werden. Na, halt lieber ab. Du auch. Du hast was? Du hast Tobaloba's Geheimnis entdeckt und jetzt ist er hinter dir her? Oh nein. Oh, ich muss mich sofort verstecken. Wieso kann sich eigentlich nur der Buh unsichtbar machen und die anderen nicht? Selbst der Butter konnte sich unsichtbar machen. Tobaloba kommt? Oh nein, schnell, versteckt euch! Ja! Nein! Die windige Mühle steht da drüben! Hier drüben? Hier? Ach, ich kann mich erinnern, ja! Jetzt erinnere ich mich natürlich erst. Ja, und das Schlüssel jetzt einfach benutzen. Schmeiß ihn weg. So, rein da! Bam! Das Wasser. Okay, komm, komm, immer schnell weiter, immer schnell weiter. Oh, noch mehr Gumbas. Rüberspringen. Was haben wir hier? Eintritt verboten. Ja, mir doch egal. Wir haben einen Job zu erledigen. Das ist viel wichtiger als irgendeinen Warnschild. Okay, er ist verwirrt. Bam. Bam. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal ist der Ton ein bisschen asynchron. Hier wirkt es auch so ein bisschen. Aber das Spiel hat generell komischen Sound. Aber ich hoffe, das stört nicht, weil es mal schon passieren sollte. Oh, cool. Was kriegen wir? Reduziert den Schaden. Aber da ich sowieso alles wegblocke, juckt mich wenig. Bam. Und das gleiche auch für dich, Kollege. Bam, bam, bam. Und ciao. So oft den Like-Button gedrückt. Wow. Ja, die 4 Sternpunkte. Naja, was soll's. Kurz ausgetestet, ob wir noch alles drauf haben. In der Eile, natürlich. Ehrlich, Eintritt verboten. Wie gesagt, ist mir immer noch egal. Jetzt lass mich endlich durch. Was wird denn das hier? Jetzt aber, Eintritt verboten. Und jetzt sage ich jetzt zum letzten Mal. Nein. Ein Herz? Hä, wer bist du? Ich bin Mario. Was? Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Tobablobas geheime Stärke bin? Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tobabloba im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber du musst da ja jetzt durch. Was zum Kampf? Okay. Die Musik ist cool. Was haben wir hier? Das ist Tobas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tobas Geheimnis. Ha! Okay, war nicht so lustig. 50 KP, 6 Angriff, keine Verteidigung.
Es verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es sie ankündigt, solltest du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganze 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmals angewendet hat. Glaub mir, sie ist äußerst gefährlich. Bu wird sich in diesem Kampf als wahrer Segen erweisen. Okay, gut zu wissen. Hehehe. Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst hier unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. Was zum... Wow! Verdammt, der lädt sich auf! Okay, Bu. Bu, du hilfst uns. Ohrfeige! Ganz viele Ohrfeigen! Reicht das? Oder hätte ich Bug einsetzen sollen? Ich weiß es nicht. Hey, du! Geister-Lady! Du siehst ja lecker aus! Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier! Vom Kämpfen werde ich immer hungrig! Bäh! Hättest du wohl gern! Das ist keine Chance, du geisterfressender Vollidiot! Mario, ich bin jetzt wirklich böse! Lass uns das Ding verdrechen! Oh, das hat mir gar nicht gefallen. Hä? Was zum? Bakterien! Oh, oh, was Hölle? Was seht ihr? Und 12 Schaden! Uff. Was zur Hölle? Da muss der Powerhüpfer her. Okay. Immer die Stampfattacke. Verwirrt mich da dann ein bisschen. Ja, es verwirrt mich ein bisschen. Warum auch immer die Stampfattacke machen will. Ah, wir sollen unsichtbar machen. Jetzt habe ich es gecheckt. Ah, verstehe. Das war gemeint mit Lady Boo ist hier sehr gut. Okay. Ah, 50 KP ist gar nicht mehr so viel für uns. Er macht jetzt schon? Er macht jetzt schon. Okay. Noch ein Powerhüpfer versuchen wir. Boing. 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 Ja. Sehr schön bisher. Sehr schön. Na, schade. Trotzdem sehr gut. Und unsichtbar. Wir haben leider keine Metal Cap, denn die Metal Cap, die kann man sich schon viel höher, früher holen, habe ich gesehen. Und die macht basically den gleichen Effekt. Nur, dass man aber dafür halt ein paar Runden nicht angreifen kann, was sehr doof ist. Aber ich kann es verstehen. Huh, sehr gut. Powerhüpfer nochmal. Boah. Nein, ich Idiot! Nein! Gut. Leg mal elektrisch auf. Ah, ist okay. Boah, ich weiß es nicht. Stell 10 KP wieder her. 10 KP? Ja, eigentlich der Superpilz. Andererseits, wenn er 6 Schaden macht, überlebe ich noch einen Angriff. Andererseits, das kostet 2. Andererseits, ja komm. Ich versuch's nochmal. Den Powerdouts. Nein! Ah, oh, das kann doch nicht ernst sein. Egal, das macht zumindest auf jeden Fall 5 Schaden, weil ich bin da gut drin. Bam, 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 bam. 15 Leben nur noch. Hier, komm schon. Komm schon. Okay, er lädt sich auf. Habe ich erwartet. Folgendes. 10 BP. 5 BP. Süßer Sirup. Wir nehmen den Honigsirup. Lass können wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Und jetzt Unsichtbarkeit. Weil sind wir tot. Wenn wir das jetzt nicht machen würden. Und der Kollege. Kriegt uns nicht. Findet mich nicht. Haha. Du Lappen. Hast dich mit dem falschen Klempner angelegt. Machen wir eine schöne Stampfattacke auf ihn, würde ich sagen. Bam. 4 Schaden auf jeden Fall. Und ich bin fast tot. Will ich es riskieren? Nee. Mach eine Erfrischung. Brauche ich kein Item verschwenden. Den Pilz brauche ich nämlich noch. Ich weiß, der hält mich nur 5, heißt ich bin auf 6. Aber wir können ja direkt nächste Runde, wenn wir Mario nochmal benutzen können, uns nochmal heilen. Und darauf hoffe ich gerade, dass er nicht nochmal die Attacke macht, sonst bin ich nämlich tot. Also mal schauen, ob er klug ist. Bitte sei nicht klug, bitte sei nicht klug, bitte sei nicht klug. Okay, danke. Danke. Aber warte mal. Hey, warte mal, wir greifen einfach jetzt an.
Wir haben gewonnen. Ja, schaut euch das an. Bam. Oder? Autschi. Oh, das tut weh. Ich muss hier weg. Was zum... Nein. Hey. Betrug. Ich hab mich besiegt. Was soll das? Also jetzt fühle ich mich aber langsam veräppelt. Da rennt er jetzt wirklich weg, ne? Nein, ich... Nein. Ich will keinen Kampf. Lasst mich in Ruhe. Was soll das? Ich bin fast tot. Na okay, zumindest kann ich meine Frische benutzen. Wollen wir den Kampf auch noch machen eben? Ich meine, ich schätze, wir könnten den machen. Nee, eigentlich wollte ich mich nur kurz heilen. So, Kollegen. Man sieht sich... Oder es geht auch nicht. Okay, dann besiegen wir die eben. Bam, 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 bam. Tschüss. Geht ihr euch jetzt auf, oder was? Oder greift ihr mich an? Ihr greift mich an. Aua, einen ganzen Schaden. Nicht schön. Und nichts. Gut. Ich will nichts verschwenden jetzt für diesen dummen Kampf. Ich mach jetzt einen nach dem anderen weg. Ganz easy gechillt. Bam, 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 bam. Reicht. Wen benutzt ihr eigentlich am meisten von den Partnern? Ich weiß, ich habe noch nicht alle. Es gibt noch ein paar, die man freischalten kann. Aber würde mich trotzdem mal interessieren. Ich frage mich auch, wer ist hier im Beta-Game? Wer ist hier der krasseste? Ja, wer ist der krasseste? Mehr muss ich sagen. Wenn ich raten müsste, ich kenne die anderen späteren noch nicht. Aber von denen, die ich bisher habe, würde ich sagen, dass Cooper wahrscheinlich der Beste ist. Weil er mehr, weil er alle auf einmal angreifen kann. Hey, hat sich gelohnt, hier zu kämpfen. Doppelte Erfahrungspunkte. Yeah, 12. Das gleiche wie bei den 4 riesigen Dudes. Nur jetzt bei 3 kleinen Gumbas. Hat sich gelohnt. Vor allem der Zauber hat sich gelohnt. 50 Münzen, da will ich auch was erhoffen. Okay, hier ist keiner mehr. Haben wir den besiegt? Ich weiß nicht, kann sein. Verdammt, wo ist er hin? Nein! ja, komm, es ist ein Gumba. Okay, komm. Die nehmen wir auch noch eben mit. Komm, kein Problem. Ich meine, jetzt mal ohne Witz, das sind kostenlose 3 Erfahrungspunkte, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Waren das 3? Komm. Nicht 2, 3. Was soll's. Kurz Zeit gelassen, dass er entkommen kann. Versteckt er sich in der nächsten Windmühle nebenan. Da ist er! Hat auf uns gewartet. Er dachte, wir sterben hier bei den Goombas. Idiot. Nur weil wir angeschwächt sind. Auf keinen Fall. Hey, bleib stehen. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Was? Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Nein. Ernsthaft? Jetzt kämpfen? In unserem Zustand? Uff. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Ich hätte mich vielleicht doch mal heilen sollen. Das ist Tubba Blubber. Nunmehr mit seinem Herzen wieder vereint. Dies ist sein wahres Selbst. 10 KP nur. 4 Angriff, keine Verteidigung. Vermutlich. Seine Hip-Attacke verursacht 6 Punkte Schaden. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Glaube ich auch. Sein Körper kann wohl doch nicht so viel. What? Na gut, da bleibt nichts anderes übrig. Ich muss mich jetzt aufheilen eigentlich. Andererseits hat er nur 10 KP? Keine Verteidigung, glaube ich? Nee, 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 nee. Ich trau mich nicht. Ich heile mich lieber. Es tut mir leid, Freunde. So. Und... Dich wechsle ich am besten aus, ne? Zu Lady Boo. Und dann immer unsichtbar spam vielleicht? Boah, ich kann jetzt nicht ausweichen. Verdammt! Powerhüpfer! Versuchen wir es einfach mal. Boing. Fuck, es macht immer... Nee, hat nur einmal am Anfang 2 Schaden gemacht. Hey, warte mal. Ist er tot? Haben wir ihn? Komm, verprügeln ihn! Fressen ihn in unsere Boos! Ja! Puh, der ist doch richtig explodiert.
Wunderbar. Ein Level Up. Und natürlich nehmen wir die KP auf die 30. Nicht so viel, aber wird uns helfen. Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tumba-Baba. Das ist so lang. Ich gebe auf. Vergib mir. Ich lasse euch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Halt, die leben noch? Was so ein Schreck weg. Die leben alle noch. Und noch eine. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der an einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Ja, ich hätte ja recht und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, den armen Tubba Blubba nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Tubba Blubba Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Aber ich sollte es wirklich nicht mehr tun. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Nein, du musst alle wieder abhauen. Du musst dich nicht bedanken. Solange ich bei dir bin, musst du dich um nichts mehr sorgen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir jetzt den Stern zurück. Buhadler, komm her. Da bin ich die ganze Zeit dabei. Hier, Mario, es ist frei. Oh. Das ging ja schnell und danke. War ja doch einfacher als erwartet. Hatte nur ein bisschen Angst, weil 6 Schaden, dass du nicht ausweichen kannst. Hilfe. Aber der Pilz war wichtig. Und richtig! Der 3. Stern. Frei! Und damit endet die Folge und Kapitel 3. Das Geheimnis von Tubba Blubba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tubba Blubba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Doch das beim nächsten Mal.